Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Road to Commander Part. Ihr werdet das Intro wahrscheinlich gleich nochmal hören. Allerdings wollte ich kurz vom Road to Commander Part noch ein kurzes Review zu meinem neuen Headset machen. Und zwar ist es Astro 50. Sollten die meisten von euch kennen, aber ich bin mir sicher, dass viele es noch nie in der Hand hatten. Beziehungsweise keine Erfahrung haben damit. Und dieses Headset kostet 300 Euro und ich habe es von Rox Games gesponsert bekommen. Link zu denen in der Beschreibung. Das sind auch dieselben Leute, die mir einen SCUF-Controller zugeschickt haben. Und deswegen, ich habe vorher das Turtle Beach benutzt, habe dann dieses hier eingeschickt bekommen und ich muss sagen, das ist von der Soundqualität das beste Headset, was ich jemals in meinem Leben benutzt habe. Aber es ist halt sehr teuer, muss man ja auch dazu sagen. Wie gesagt, 300 Euro sind nicht billig. Also ich finde, man kann es sich meistens für die Leute, die es sich nicht so leisten können, was ich doch total nachvollziehen kann, eher so zu Weihnachten holen. Und jetzt mal kurze Sachen, also ein paar kurze Sachen, die das Ding eigentlich kann. Zum einen gibt es drei verschiedene Knöpfe hier an der Seite, womit ihr den Modus verstellen könnt. Das heißt also, wenn ihr einen Film guckt, gibt es bestimmten Schalter dazu. Wenn ihr zockt, dann gibt es einen bestimmten Schalter dazu. Und wenn ihr, ich glaube, Musik hört, so habe ich es mitbekommen. Aber ich muss sagen, bei diesen Knöpfen höre ich jetzt keinen besonderen Unterschied. Deswegen habe ich den einfach mal auf 2. Hier kann man nämlich unterscheiden zwischen 1, 2 und 3 halt. Ich weiß nicht, ob man das hört. Kann man halt unterscheiden. Aber ja, ich höre nicht so viele Unterschiede. Aber es ist halt da, es ist halt irgendwie da. Und für Leute, die darauf sehr viel Wert legen, die können das natürlich immer umstellen. Das meiner Meinung nach besonders an diesem Headset ist einfach, dass es ein auf dem PC funktioniert und auf jeder Konsole mit einem optischen Eingang. Das bedeutet also, dass ihr es fast überall benutzen könnt, außer auf der Wii U oder auf der Wii. Ich glaube, die hat nämlich keinen optischen Eingang. Aber ansonsten kann man das wirklich überall benutzen, auch auf dem PC. Und ja, das ist ein cooler Vorteil, denn ihr könnt zum Beispiel skypen, während ihr mit euren Freunden im Multiplayer spielt oder keine Ahnung. Wenn ihr es trägt, sieht das so aus ungefähr. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr gemütlich, weil es einfach, also es drückt nicht auf eure Ohren, sondern eure Ohren sind quasi hier drinne in dieser Muschel. Und deswegen, ihr könnt das wirklich stundenlang tragen, auch der Komfort und das Ganze ist ziemlich gemütlich. Also, ja, ich persönlich benutze das Headset fast immer, aber nicht immer, weil ich auch sehr, sehr viel Abwechslung brauche bei Headsets. Außerdem habe ich hier so viele Headsets liegen, dass ich ja irgendwie auch einen Zweck aus den anderen erfüllen will. Nicht, dass sie einfach nur so rumliegen, deswegen wechsle ich mich ab und zu mal ab. Aber von der Soundqualität ist es wirklich das beste Headset, was ich jemals gehört habe. Und ich denke, die Leute können mir dazu stimmen. Mich würde interessieren, was für ein Headset ihr nämlich benutzt. Weil ich benutze relativ viele Headsets und ja, also meistens benutze ich, wie gesagt, das hier, weil das ist einfach für Konsole und für PC. Finde ich einfach am besten. Und ja, das habe ich übrigens von Rox Games gesponsert bekommen. Wenn ihr zu Rox Games gehen wollt, Link in der Beschreibung zu Rox Games. Die haben mir nämlich auch einen SCUF-Controller zugeschickt, den ihr dort auch kaufen könnt, wenn ihr Lust habt. Und ja, davon habe ich schon mal ein Review gemacht, glaube ich sogar. Ja, habe ich auch wirklich. Kann ich euch ja verlinken in der Beschreibung, wenn ihr wollt, wenn ihr den SCUF-Controller sehen wollt. Und ja, das war's zu dem Astro 50. Ich finde, mehr gibt's eigentlich zu so einem Headset nicht zu sagen, weil ich finde die Kleinigkeiten gar nicht so relevant. Also ich habe euch die Kleinigkeiten erklärt. Hier an den Seiten könnt ihr noch die Lautstärke eures Gamings und so umstellen des Gamings und der Stimme der anderen Leute könnt ihr umstellen. Aber ansonsten geht's mir eigentlich nur um die Qualität bei einem Headset. Deswegen, ja. Wie gesagt, vielen Dank an Rox Games. Link in der Beschreibung nochmal. Und dann werdet ihr mein Intro nochmal hören. Denn ja, denn keine Ahnung. Viel Spaß mit dem Road to Commander. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir weiter auf unserer Reise zu Ninja Pro, damit wir endlich vernünftig frei für alle spielen können. Genau. Und dann wollen wir natürlich noch aufleveln, damit wir unsere Atombombe freischalten können. Wie viel Level brauchen wir noch? Noch 5 Level, das heißt Level 35. Es wird in diesem Dings da wahrscheinlich nicht klappen. Aber natürlich werden wir mit der Spaß spielen. Ah, gut. Ah, Spaß oder Sniper auf dieser Map? Ich weiß nicht. Eins von beiden. Da bin ich jetzt ein bisschen so. Ja, nehmen wir die Sniper. Macht einfach mehr Spaß auf dieser Map, muss man sagen. Wir wollen ja spielen, so bis, damit es schon Spaß macht. Denn wenn man spielt, wenn es keinen Spaß macht, dann macht es einfach keinen Spaß. Nee. Na gut, von wo kommen die? Ich glaube, von hier müssten die eigentlich kommen. Ja, definitiv. Gut, eine Überraschungs-Semtex. Scheiße. Sowas klappt meistens bei mir sogar. Aufklärungsdrohne online. Nice. Nice. Nein, nein, nein. Doch nicht nice. Gut, laufen wir erstmal nach da. Da muss einer sein. Nur wo? Ach, da.
Nein. Ach Gott, wieso treffe ich sowas denn nie? Oh nein! Nein! Oh, ich war in so einem coolen Spot. Ich habe die nicht gesehen. Da muss man echt ein richtiges Auge für haben, muss ich dazu sagen. Und klagen. Und verklagen. Klagen und verklagen. Das sind die Reime, die Reime der Zukunft, ja. So, da hinten haben wir einen. Noch was? Oh mein Gott. Ach, dieser Bastard. Oh meine Güte. Man muss auch sagen, der Typ versteckt sich da echt, aber auch, ne? Also der Typ, der spielt echt nicht mit mir rum, Alter. Der meint das wirklich ernst. Ja gut, der Typ ist die ganze Zeit am... Der hat ja auch nichts Besseres zu tun. Das war ein Headshot. Vielen Dank dafür. Nein, nein, nein. Was für ein Lappen, Alter. Lern mal spielen, du Wichser. Was? Ach komm schon, Alter. Hä, der Typ. Nein! Nein! Ich glaube, der Typ will mich richtig, Alter. Nein, oh du meine Güte, komm schon. Also das ist jetzt wirklich gestört, meine Güte. Dass meine Teammates aber auch nichts dagegen tun, ne? Ja, geht da hinten in die Ecke. Diesen Spot mag ich eigentlich sehr gerne, da wo er sich gerade befindet. Was, wisst ihr, ich renne um die halbe Map. Ja gut, der ist tot. Es sei denn... Ja, okay, ich dachte schon. Wir haben die Führung verloren. Also das war ja wirklich eindeutig, ne? Ach du... Oh mein Gott, ich bin zu langsam. Und so, oh, das kann ja nicht wahr sein. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebt, meine Güte. Ah, man muss echt richtig präzise sein. Ich weiß gar nicht, die hüpfen hier nur so ein bisschen rum und ich treffe die schon nicht. Wie soll das bitte schon bei Dings da aussehen? Ja, wie nennt man das? Advanced Warfare. Wie nennt man das genau? Auch gut, ne? Natürlich nimmt er erstmal eine Sniper, um ein bisschen rumzusnipen. Wir alle nehmen ab und zu mal Drogen, ist aber nicht so schlimm. Weil ich Harrier, natürlich fehlt das noch hier auf Wasteland. Ich nehme natürlich das, was uns allen gefehlt hat. Ne? Natürlich noch ein Payflow, alles klar. Na, ah, super lobenswert, ey. Was soll ich denn bitte schon jetzt machen? Sorry, ich kann nichts anderes machen, außer das. Da muss ich mal ein richtiges Arschloch sein und einfach mal... Ach du meine Güte. Oh, du meine Güte. Wie? Ich bitte euch, Leute, wie bekommen die sowas? Ach, das ist doch unfair. Mein Team, oh mein Gott, wieso machen die das? Also sorry, ich kann mich nicht erinnern, dass es damals so oft passiert ist. Na gut, ist ihre Schuld, dann campen wir hier halt rum. Oh mein Gott. Ich kann nichts anderes machen. Es tut mir so herzlich leid, aber ich kann wirklich nichts anderes machen. Ach du meine Güte. Ach, sorry, aber das ist echt gerade ein bisschen, ja, arm, muss ich sagen. Also, das kann ja ernsthaft nicht wahr sein. Ich kann nichts machen, das ist... Ja, guck mal, ich kann einfach nichts machen. Das ist das Ding, ich kann nichts machen. Es ist für mich nicht möglich, als Spieler irgendwas dagegen zu tun. Ah, das ist... Das ist jetzt wirklich bitter. Vorräte sind unterwegs.
das ist ja unfair, meine Güte. Also wie unfair ist das denn, bitteschön? Oh, du meine Güte, wie unfair war das denn, bitteschön? Also gut, ich will mich jetzt erst nicht so beschweren, aber komm schon. Immer wenn ich auf Wasteland spiele, das geht wirklich auf die Nerven. Ich meine, so schlecht kann man ja nicht sein. 6 zu 9, 5 zu 5. Alter, meine Güte. Da fragt man sich wirklich noch, ob der Durchschnittsscore wirklich 1 ist. Denn wenn er das wirklich ist, dass der Durchschnittsscore wirklich 1 ist, ja, dann ist das schon wirklich peinlich. Sorry, aber... Naja. Gut, wir werden dann wieder die Spaß spielen, denke ich, weil wir wollen ja auch, ne, mehr Nahkampfkills haben. Vielleicht haben wir irgendwas dazu bekommen. Das ist gerade 20 von 50. Plus 5000 EP Belohnung. Lohnt sich also schon. 5000 EP Belohnung, ich glaube, das sind sowas wie 2 Spiele, glaube ich. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, wir werden in dieser Folge auf jeden Fall Ninja Pro zu Ende bringen. Und ab nächster Folge können wir dann mal versuchen, die Atombombe zu bekommen. Wir sind immer noch Level 30. Wir steigen auch wirklich langsam auf. Nee, es geht eigentlich. Vor allem, wenn wir die 5000 EP dazu bekommen, dann geht's echt. Wisst ihr was? Ich glaube, wir steigen einfach schneller auf, wenn wir Sachen freischalten. Mal gucken, für was es eigentlich, wie viele EP gibt. So, das würde mich interessieren. Auch für Aufsätze? Nee, ne? Ah doch, EP-Belohnung bekommen auch für Aufsätze. So, so, da können wir auch mehrere Waffen spielen. Pro-Sachen, okay. Wir müssen, also man kann nicht nur, man bekommt ja nicht nur EP durch gutes Spielen oder allgemein Spielen. Man bekommt ja auch EP durch, ja, cool sein. Wenn ihr cool seid, dann bekommt ihr EP. Gut, dann spielen wir wieder mit der Spaß auf Karachi hier. Relativ gut, ich muss aber sagen, ich kann die Map irgendwie nicht leiden. Ich finde die ziemlich hässlich. Muss ich ja wirklich so gestehen. Obwohl ich damals mit der M16 hier ein paar richtig geile Gameplays geliefert habe. Aber naja, gut. Das ist dann wohl eine andere Story, die ich euch irgendwann in einem als Abendgeschichte vorlese. Als kleines Märchen. Für dich und mich. Anstatt Winnie Pooh gibt es erstmal sowas. Ja. Vor allem wie überraschend das für die kommen muss, ne? Wenn auf einmal so eine Schrotflinte in ihre Nase gepumpt wird. Versuche ein bisschen taktischer vorzugehen. Ich kann die Map einfach nicht leiden, deswegen, ja. Nice. Nein! Ah, immer wenn es so cool aussieht. Immer wenn es... Oh, das sah echt richtig geil aus, Mann. Das war echt richtig cool. Könnt ihr mir alle in die Kommentare schreiben, wie cool ihr das fandet. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Ich weiß gar nicht, war das Nahkampf? Ja, ne? Oh, du meine Güte, komm schon. Das könnte ja wirklich nicht sein. Das war Nahkampf. Gut, hier müssten die eigentlich... Ja, das tun sie auch. War das knapp. Ich lege mich mal kurz hier hin. Ich habe das Gefühl, hier kommen noch mehr. Die sehen mich niemals, wenn ich hier heide. Niemals, nee. Zu spät. Schon ab dem Moment, ab dem er Fail gemessert hat, wusste ich, dass er sterben wird. Und er wusste das auch. Er wollte es nur nicht zugeben. Er wollte seinem Schicksal nicht in die Augen blicken. Obwohl ein Schicksal gar keine Augen hat, weil es kein Mensch ist. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was dieser Spruch eigentlich sagen will uns. Keine Ahnung. Ich muss sagen, manche Sprüche... Feindliche Aufklärungsdrohne ist scheiße. Sind echt richtig merkwürdig. Oder Rewe, jeden Tag ein bisschen besser. Wie pervers ist das denn, bitteschön? So. Wo ist er? Ach du meine Güte.
Ach, diese Map ist... ich fühle mich einfach mit der Sturzflinte auch nicht so sicher, muss ich dazu sagen. So, erstmal Granate. Vor allem, wie schnell der die Leiter hochklettert, ne? Wie so ein Kranker, Alter. Wie gestört muss man bitte schon sein? Nice. Nice, nice, nice. Nice, 26. Lass mal mitzählen, lass mal mitzählen. Wiederhole, Predator-Drohne startbereit. Das sieht so grandios aus, Alter. So, oh, dem hätte ich einen Headshot geben können, um zu beweisen, mein Ziel in diesem Road to Commander ist es. Ich werde einfach hier. Ach du meine Güte. Das ist ja einfach so witzig, was hier gerade vor sich geht. Bitte noch mehr von witzigen Sachen, Alter. Oh, das war nicht witzig. Nein, ich will keinen Ärger haben. Kein Stress, kein Ärger. Gar nichts. Ich habe extra gewartet, bis er näher an mich rankommt. Lass sagen 27, glaube ich, ne? Ja, okay, sagen, lass einfach sagen 27. Obwohl, ach, ich habe nicht mitgezählt, scheiße. Ah, ne, da kann ich nicht lang. Oh Gott, das sind echt viele. Oh nein. Ich hätte einen Kill wenigstens noch dazu bekommen. Einfach laufen. Oh. Ach du meine Güte. Die Gegner spielen hier echt erbärmlich. Aber naja, gut, lassen wir es. Peinlich, wirklich peinlich, aber, ne? Verbündete Predator-Drohne, wir gewinnen natürlich. Ist ja auch eindeutig, was für ein Score habe ich. 28, ja, ist ja egal. Wir gehen ja nur auf, ne? Auf coole Kills vielleicht und ein bisschen Ninja-Action. Boah, die wissen gar nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Der Typ läuft mit der Pfahl und Granatenwerfer rum. Ich laufe einfach so hoch. Guck mal, wie wenig Respekt ich habe vor ihm. Das ist mein Respekt gegenüber den Gegnern. Ich laufe einfach so hoch. Und gebe ihm die Chance, auf mich zu schießen. Ach, scheiße. Hätte so gelacht, Alter. Hätte so richtig gelacht, Mann. So, ey, ihr müsst euch mal vorstellen, so richtig gelacht, Alter, hätte ich ihn gekillt. Ach du meine Güte. Es muss aber auch immer jemanden geben, ne? Der sich irgendwie neben mich stellt. Der Feind blockiert unser Radar. Oh, ich sehe nichts mehr, scheiße. Erstmal nachladen kurz. Na gut, wir haben gewonnen. Ich bin mir nicht genau sicher, wie viel wir jetzt eigentlich bekommen haben. Aber ich denke, das waren eigentlich ziemlich viele. Ja, das ist die letzte Abschlusskamera. Auf jeden Fall sehr, sehr bezaubernd. Eine der besten Kameras, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Natürlich nicht, aber ist ja auch vollkommen egal. So, 26-10 haben wir. Was nicht schlecht ist, muss ich sagen. Es geht. Gut, mal sehen. Wie viel haben wir? 34. Eigentlich in zwei Spielen müssen, ja, in dieser Folge auf jeden Fall, auf jeden Fall. Achtung, 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 Achtung. Okay, gut, nice. Underpass, ich weiß nicht. Ich schätze mal, für die Spaß ist Underpass sehr gut, würde ich sagen. Ich denke, wir belassen es bei der Map.
Wir sind Level 31 im Moment. Wir haben eine Claymore jetzt übrigens, was ja auch nicht schlecht ist. Nehmen wir mal die Claymore mit. Die Handgranaten oder die Rauchgranaten auch nicht schlecht, ne? Ne, nehmen wir die Handgranaten mit, ja. Haben uns schon auf den Arsch gerettet. Aber mit einer Rauchgranate können wir ja nicht gesehen werden. Ist für Sniper beides ist gut für Schrotflintenmenschen. Kann mich da echt schwer entscheiden. Das ist echt eine harte Entscheidung manchmal, das Spiel. Aber naja, gut. Es geht ja um den Spaß und nicht um die Größe. Okay. Dann wollen wir mal loslegen. Ja, Mann. Wir spielen auf Underpass. Übrigens eine von vielen wirklich Leuten gehasste Map, was ich sehr schade finde. Aber ich liebe die Map und ihre Nippel. Ich meine, die haben mein Part keine Nippel. Keine Ahnung, was ich da rede eigentlich. Ändern Sie Ihr Rufzeichen und den Titel. Alles klar, ich ändere das jetzt, weil das da steht. Ich liebe den Ladescreen MW2. Der ist einfach so grandios, Mann. Allgemein Ladescreen ist mein Lieblingsscreen. Gut, dann wollen wir loslegen. Falscher Weg, glaube ich, ja. Ich gehe lieber den coolen Weg. Ich kann ihn nicht killen von hier. Muss näher an ihn ran. Das lohnt sich dann, ja. Wenn ich nur wüsste, von wo die jetzt kommen, ich kann das wirklich... Von hier oder... Ja, ich denke, von da hinten. Weil da ja meine Teammates sind und die sich um alles kümmern sollten. Ach, die sind alle so weit weg. Ich muss sie aber von nahem töten. Ich versuche jetzt mal wirklich. Der Typ wird runterspringen, hundertprozentig. Wo ist er? Oh nein, was? Oh, du meine Güte, egal, egal, egal. Übrigens, ich liebe die rote Tarnung für die Farmers. Sieht so grandios aus. Ach, die beste Claimer ever. Ich dachte, ich habe eine Semtex. Ja, ich sollte wieder die Semtex einpacken. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir dabei einbilde. Ach, du meine Güte, das ist ein bisschen schwer hier mit der... Ja, also ich dachte, ehrlich, Spaß ist eine gute... Ach du meine Güte. Ich dachte ehrlich, Spaß ist eine gute Waffe für... Für Underpass, aber sieht eher nicht so danach aus. Scheiße, da hinten. Kontrolldrohne in der Luft. Das ist ein cooler Ort zum Campen. Aufklärungsdrohne online, nice. Hilft mir sehr weiter, muss ich sagen. Gut, den Typen sollten wir eigentlich, ja. Er hat schöne Ohren. Ich habe ihn extra angeschossen, als er zu mir geguckt hat. Das sah so witzig aus. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Nice. Wieder ein Kill vom Nahen. Und die Gegner haben Harrier, was natürlich super bescheuert ist. Ich weiß nicht von wo, Alter. Ach du meine Güte. Schon wieder dasselbe. Schon wieder dasselbe. Scheiße, oh nein. Ich glaube, er wusste, dass ich hier bin. Oh, wie schade. Nein! Das ist sogar ein Deutscher. Ich weiß allerdings nicht, ob das derselbe ist. Ich muss sagen, mit der Schrotflinte zu spielen, macht echt Bock, Mann. Was macht er da? Ich pack mal hier eine Claymore hin. Sollte eigentlich reinfallen. Der Typ ist wieder auf dem Dach. Oh mein Gott, mein Herz.
Ah, super. Also ich muss sagen, das ist bescheuert. Ach du meine Güte. Das ist total bescheuert. Oh nice, meine Claymore hat einen Kill gemacht. Was ja nicht schlecht ist, muss man ja sagen. Ach, scheiße, 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 scheiße. Was soll ich machen, Leute? Mein Teammate hat auch Angst, der weiß gar nicht, was es geht mehr. Der ist total erschüttert, was hier gerade vor sich geht. Er denkt sich, es ist ein Erdbeben. Er weiß gar nicht, dass da eine AC-130 in der Luft ist. Na los, verpiss dich. Geht doch. So, jetzt können wir raus. Na, ich denke, das wird nichts mehr mit den 16 Kills. Aber naja, gut, wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Nein! Oh, das wäre so schön. Nice, Double Kill. Das ist das Problem, wenn man hier in MW2 kuscheln will. Das ist halt der Nachteil an diesem Spiel. Man kann nicht vernünftig kuscheln mit seinen Teammates. Und ich finde es sehr wichtig, dass man mit seinen Teammates wenigstens kuscheln kann. Oh, du meine Güte. Ach, das ist echt so ein Lappen. Aber der freut sich auch richtig, ne, dass er die beiden Kills jetzt bekommen hat. Der ist richtig glücklich, muss man ja auch sagen, ne? Also der ist so happy, dass er 2 Kills bekommen hat. Guck mal, der bleibt jetzt da für sein Leben. Peinlich. Naja, gut, was soll man sagen, ne? Ah, der geht wieder aufs Dach. Der geht. Wen soll ich nehmen? Wen soll ich nehmen? Ich weiß nicht. Ich glaube. Ach du meine Güte. Was? Nein, nein, ich habe keine Semtex. Scheiße. Nice, das war auch. Das auch. Ein Nahkampfabschuss, meine ich. Für Ninja Pro halt, falls ihr nicht wisst, was unser momentanes Ziel ist. Oh, du verdammte Scheiße. Da, von da, von da, von da, von da. Oder auch nicht. Nice, das sind 1, 2 75 Gegner mit dieser Waffe. Und wann kriege ich endlich meine Belohnung? Hallo. Ach du meine Güte, ich verstehe es nicht. Ah, das Spiel ist bald vorbei. Ich wünschte, ich könnte Ninja Pro noch in diesem Spiel freischalten. So, der Typ versucht mich doch zu killen, weil er wusste. Na super, nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Ah, wir sind so nah dran an unserem Ziel, Leute. Ach, dieser Typ, der freut sich richtig, Alter, wenn er einen Kill bekommt. Oh, komm schon. Langsam ist nicht gut, oder? Wie viel denn noch? Ach, das war kein Nahkampf. Nee, 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 nee. Ach, guck mal, der hat schon wieder einen Kill bekommen. Der ist richtig glücklich in dem Moment. Nee, ich denke, das gewinnen wir nicht mehr. Aber es. Ah, oh, ich hätte eine Semtex reinpacken sollen. Oder? Oh mein. Oh, wir können das noch gewinnen. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Wenn wir das noch gewinnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben noch gewonnen, Leute. Heftig, Alter. Dank meiner Harrier. Übrigens, dank meiner Harrier. Richtig krass, Mann. Das nenne ich mal einen Abschlusskampf. Okay. Wir haben jetzt einen Griff für die Spaß-Clients. Den Griff können wir natürlich nehmen. Oder Schalldämpfer.
Noch besser. Oh mein Gott, noch zwei. Ja gut, dann machen wir noch das Spiel. Guck mal, der Destiny, der hat auch die meisten Punkte. Der ist so glücklich, Alter, glaube ich, im Moment. Ich glaube, wir wollen ihm auch gar nicht die Freude nehmen, weil... Im Moment ist er einfach so glücklich. Wirklich, also ich glaube, niemand kann ihn das auch übel nehmen, weil... Das war gerade das Spiel seines Lebens. Und er hat das so gut gespielt wie noch nie in seinem Leben. Ich finde, das ist auch auf jeden Fall... Wisst ihr was, ich schreibe ihn. Ich schreibe ihm mal Spielerkarte ansehen. Hier, Nachricht senden. Hier. Congratulations. To your first good game. I love you. Das würde ihm bestimmt gefallen, da freut er sich noch mehr. Ist nur ein Zeichen dafür, dass wir Call of Duty Spieler uns einigen sollten. Auf eine Freundschaft. So, gut gemacht. Noch zwei Kills und oh mein Gott, wenn wir dann Ninja Dings da haben, Ninja Pro. Das wäre nice, Mann, das wäre richtig nice. Kriegen wir auch gleich 5000 EP dazu, jetzt sind wir so schnell, Alter. Ui, ich liebe es zu fliegen. Es macht so Spaß, Mann. Ja, gut, wir suchen nach Gegnern. Ach du meine Güte. Die hat ja gar keine Reichweite. Aber die soll ziemlich gut sein. Habe ich es gehört. Deswegen will ich mich mal überraschen lassen. Ach, verdammte. Stell euch mal vor, ich kriege die zwei Kills hier nicht. Ach, ich habe immer noch diese Scheiß-Claim. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Ach, meine Güte, das ist echt merkwürdig, ey. Ha, Wichser. Ein Kill noch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt meine Schritte noch höre. Ich glaube aber schon. So, jetzt kann ich jetzt mal auf die UMP wechseln. Oh, du meine Güte. Ach, was für Bastarde, meine Güte. Ach, scheiße, das war eine scheiß Predator. Total unnötig, ah, naja, gut. Oh, da hinten. Ah, Nase juckt. Von wo? Von hier, glaube ich. Ja, definitiv. Nice. Ich hab meine Claim... Oh, du meine Güte. Also, ich muss sagen, ohne Semtex ist das Leben schon echt schwer. Haha, du hast mich nicht gekillt, du Loser. Du weißt doch gar nicht, um was es geht hier in dieser Welt. Nee. Boah, eine richtig billige Semtex. Wetten, die killt jemand. Ohne Scheiß, die killen meistens jemanden. So richtig billige Semtex. Die wissen doch gar nicht, um was es geht überhaupt. Nee. Also ich meine, auch die Semtex ist weg. Die ist, ah nee, die ist da. Ich dachte, die wäre im Urlaub. Meine Witze sind immer noch die besten. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Da unten, glaube ich. Habe ich doch gesagt. Oh, du meine Güte, was macht der da? Nicht witzig, gar nicht witzig. Ich schwitze ein bisschen. Meine Claymo, scheiße. Der Feind blockiert unser Radar. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Feindliche Aufklärungsdrohne, ah, jetzt bräuchte ich eiskalt. Wow, das war nice. Sah cool aus, finde ich. Ich ohne die gerade, meine Freunde.
Nice. Ich ohne jeden, meine Güte. Ah, nice. Das ist ein Kill. Das ist das, was ich sehen will. Verbündete Harrier kommt. Zu einfach. Oh, du meine Güte. Immer wenn ich Payflow habe, aber naja, gut. Das ist nice, Mann. Das ist nice. Ach du meine Güte, lass mich in Ruhe. Nice. Fünf Gegner mit einem Nice, es gibt Punkte. Auch hinter mir. Oder nee, keine Ahnung, ist mir auch egal. Oh du meine Güte. 20,21,8. Oh, wieso hat man nichts Besseres zu tun, als mitten auf dem Spielfeld zu liegen und ein Picknick zu machen? Ach, da ist der Typ schon wieder. Hat er mir eigentlich geantwortet? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das würde mich mal interessieren, ob er mir geantwortet hat. Der muss ja bestimmt richtig stolz sein, dass ich ihm geschrieben habe. Wir sind am Verlieren. Scheiße. Ach du meine Güte, was bin ich auch so dumm und wechsel die Waffe. Aufklärungsdrohne online. Da oben. Oh nein, 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 nein. Auch schon wieder dieser Wechsel. Der ist so glücklich in dem Moment, Alter. Der freut sich so wie noch nie in seinem Leben. Aber ist okay. Jeder darf sich freuen. Jeder hat das Recht. Paragraph 5721. Jeder hat das Recht zu lachen. Oh, du meine Güte. Also, das sind wirklich richtige Camper. Bitte tut er mich. Ich hab's nicht anders verdient. Schade. Nice, Mann. So witzig, Alter. Ich liebe es, mit den Gegnern zu spielen, ey. Ich spiele ja nur mit den Gegnern übrigens, also ich. Wow. Nicht schlecht, Alter. Richtig guter Spieler, Mann. Der ist hier mal richtig gut, ey. Richtig gut. Oh, nice. Was war der Score? Wow, 30 zu 8. Vor allem, das sieht man bei dem meistens gar nicht, denn den sieht man gar nicht. Ich muss sagen, der hat echt den besten Tag seines Lebens. Jetzt schauen wir uns mal nicht die Killcam an. Ja. Okay, ich antworte ihm einfach richtig gut, Mann. Diese Nachricht würde er definitiv verstehen. So. Alles klärchen. Da würde ich sagen, wir haben jetzt Pro. Dings da Pro, ne? Und können dann auch vielleicht für alle spielen und dann richtig rapen. Genau, richtig rapen. Wir sind eh Engländer jetzt, ab jetzt, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Link in der Beschreibung zu GameKey for Me für günstige Spiele-Keys und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!